Ja, hallo zu einer neuen Folge Steps World. Diesmal, ja, Dioramenbau auch, klar, aber ich möchte euch zeigen, wie ich selbst einen Grasmaster gebaut habe. Das ist relativ einfach und funktioniert eigentlich ganz gut. Es ist nicht perfekt wie ein gekaufter, aber dafür kostet er auch nur einen Bruchteil davon. Schaut rein, eigentlich relativ einfach. Viel Spaß dabei. Die ganze, ob Grasmaster oder wie die Dinger auch heißen, klar ist, sie kosten viel Geld und für ein paar Euro, also ich sage einfach mal unter 10 Euro, kann man so ein Teil selber bauen und es funktioniert gut. Ihr habt schon gesehen, dafür braucht man ein Sieb, nicht zu fein, nicht zu grob, eine elektrische Fliegenklatsche. In meinem Fall, ich mache es mit HT-Rohr. Ich benutze aber später nur den Deckel. Es geht aber auch nur mit dem Sieb. Aber hier, das ist etwas schicker, etwas komfortabler. Deshalb nehme ich den Deckel vom HT-Rohr noch. Dann brauchen wir ein wenig Kabel und ich glaube nur eine Klemme. Da liegen jetzt zwei, aber im Prinzip, wir brauchen, glaube ich, nur eine Klemme dafür. Als erstes nehmen wir die elektrische Fliegenklatsche mal auseinander, also aufschrauben. Und mal schauen, wie das Innenleben so aussieht. Ja, das ist das ganze Geheimnis der elektrischen Fliegenklatsche und des zukünftigen Grasmasters. Das obere Teil, also die eigentliche Klatsche, brauchen wir nicht. Wir klemmen die Kabel oder schneiden die Kabel später ab. Die werden dann einmal an eine Klemme gelötet und einmal an das Sieb, zeige ich euch aber noch. Und zusätzlich muss das Gehäuse noch ein bisschen bearbeitet werden, abgeschnitten werden, geschliffen werden. Sehen wir aber alles noch im Bild. Ja, ihr seht, die Kabel habe ich von der Klatsche abgeklemmt, abgekniffen, ein wenig verzwirbelt und nun werden die zusammengelötet. Der eine Pol sind zwei Kabel, werden zusammengelötet und das andere eins, einfach nur ein bisschen Lot vorne dran, damit man es hinterher besser verlöten kann. Nun schneide ich mir mein Sieb zurecht, das soll hinterher in den HT-Deckel passen. Einfach außenrum anzeichnen. Das Ganze ist Edelstahl, deshalb wird es etwas schwieriger sein, es zu schneiden. Versucht es mit einer Zange oder ähnliches. Ich mache es mit einem Dremel und einer kleinen Trennscheibe. Aber da führen bestimmt viele Wege nach Rom. Spielt auch keine Rolle. Einfach abschneiden, ausschneiden. Vielleicht geht es auch mit einer guten Schere. Ja, das gute Stück ist ausgeschnitten. Ich glaube, es ist noch ein klein wenig zu groß, damit es in das HT-Rohr reinpasst. Eventuell muss ich noch ein bisschen nachschneiden mit einer guten Schere. Und dann wird das HT-Rohr noch ausgeschnitten. So, ihr seht, HT-Rohr ausgeschnitten, alles mit dem Dremel und geschliffen, das Sieb eingepasst. Jetzt wird das Ganze noch verklebt. Ich mache das Ganze mit der Heißklebepistole einfach am Rand ein wenig von dem Heißkleber trocknen lassen und das reicht. Dadurch wird es fest genug. Nun schneiden wir uns das Gehäuse der elektrischen Fliegenklatsche zurecht, sodass vorne der HT-Deckel reinpasst, einigermaßen gut reinpasst und dann wird es hinterher mit Heißkleber verklebt. Das gleiche müssen wir natürlich auch beim Deckeloberteil des Gehäuses machen. Wegschneiden, damit es hinterher passt mit dem HT-Rohr. Das Ganze noch ein wenig schleifen und entgraten, damit es gut aussieht, aber natürlich auch, damit es gut passt. Nun wird das Ganze ja relativ großzügig mit der Heißklebepistole
verklebt, ist der Heißkleber getrocknet, alles gut verklebt. Bei mir hat es ein wenig länger gedauert, weil ich relativ viel genommen habe. Brauchen wir noch zwei Löcher. Einmal auf der Gehäuseunterseite, um das Kabel nach unten rauszuführen mit der Klemme. Und einmal später durchs HT-Rohr, um das Sieb an den Strom anzuschließen. Ja, das erste Kabel mit der Leitung, wo später die Klemme dran kommt, verlöten und ja noch etwas isolieren mit Isolierband. Am anderen Ende des Kabels die Klemme anlöten. Meine Kabellänge habe ich 80 cm gewählt. Um unser Sieb an den zweiten Pol anzuschließen, noch ein kleines Loch durch das HT-Rohr, zweite Leitung anlegen und wieder verlöten. Da sich das Edelstahl-Sieb natürlich nicht verlöten lässt oder nur ganz schwierig, verwende ich dafür einfach einen starren Kupferdraht. Den flechte ich ein wenig in das Sieb ein, einfach nur so 2-3 Mal rumbiegen und das andere Ende wird mit dem Kabel verlötet. Da mir das mit den zwei Kabeln da eigentlich zu viel gewurschtel ist, löte ich das Ganze eben von der Platine ab und löte den Kupferdraht von dem Sieb direkt an der Platine an. Einfacher, weniger Kabel, brauche ich nicht noch extra isolieren, mache ich halt so. Es kann natürlich auch sein, dass es in manchen elektrischen Fliegenklatschen anders aussieht, aber das Prinzip ist eigentlich immer gleich. Ihr braucht diese zwei Pole, um die elektrostatische Spannung zu bekommen. Ja, und ansonsten einfach mal reinschauen, als Modellbahner kann man sowas. Ja, zu guter Letzt im Prinzip die nötigen Stellen noch kurz isolieren, zusammenbauen, Knopf, den Auslöseknopf wieder an die richtige Stelle bringen, den Deckel wieder verschrauben und dann ist eigentlich unser Grasmaster schon einsatzbereit. Batterien natürlich rein, in meinem Fall sind es 2 Stück Typ AA. Ja, alles zusammengebaut, Batterien drin, ihr seht auch die rote Lampe leuchtet und jetzt funkt es, also der Strom ist da, also Hochspannung liegt an, um eine statische Aufladung zu erzeugen. Ja, um das euch besser zu zeigen, habe ich mal ein paar Grasfasern, leider habe ich nur kurze, sonst hätte ich euch das in echt gezeigt, also wirklich gestreut, aber bei den kurzen sieht man das so schlecht, deshalb habe ich die einfach mal auf ein weißes Blatt Papier gestreut, die Klemme angeschlossen und ihr seht, wie das statisch aufgeladen wird und die Grasfasern angezogen wird. Das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Das ist das Prinzip. Also, es funktioniert. Macht's nach. Das lohnt sich wirklich und ihr spart viel Geld. Also, ich sag, ich habe weit unter 10 Euro ausgegeben und die Dinger kosten sonst weit über 100 Euro. Also, es lohnt sich. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Oder noch besser, abonniert gleich meinen Kanal. Dann verpasst ihr auch keine weitere Folge mehr. Und könnt vielleicht solche nützlichen Sachen wie das auch nachbauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.